Gut, doch, können wir? F5 von hinten. Ja, ich bin da. Oh, hey, das ist so aufregend. Yay, ich winke. Philipp nein, winkt nicht. Winkt niemand? Ja, bei mir bis jetzt auch nicht. Voll blöde. Ich winke bei mir. Du startest auch noch nicht. Doch. Nee, der vibriert nur. Ja, noch nicht. Jetzt starte ich. Tschüss. Jetzt bist du gestartet. Tschüss. Ich winke. Ich komm mit. Ja, mal sehen, wer schneller ist. Ja, weil bei uns ist halt bei 180 Schluss oder so. Oh. Bullseye. So, hallo ihr Langweiler da draußen und willkommen zur nächsten Folge Project Willkommen Infinity. Auf dem Weg zum Mond. Genau, wie ihr gerade auch schon in diesem wunderschönen Pre-Intro gehört habt und gesehen habt, bin ich jetzt mal endlich auf dem Weg zum Mond. Und ja. Die töten sich erstmal wieder. Schieß mich doch genau in diesen fucking Creeper. Oh, was ist denn jetzt los? Kommst du weg, ist hier Party. Ja, läuft bei euch, würde ich mal sagen. Oh, was ist denn hier los? Kann das sein, dass dadurch Zombies und so angelockt werden? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist bei euch jetzt Nacht. Zumindest bei mir ist bei euch jetzt Nacht. Ja. Ob man das... hier echt... Ja, wartet mal, bis ich von der Erde weg bin, dann dürfte... So, jetzt. Ich könnte eine Space Station createn, das kostet mich 32 Tin, 16 Aluminium, 24 Iron Ingot und einen Advanced Wafer, aber ich gehe jetzt zum Mond. Oh, keine Space Station. Was macht das? Nee, das ist einfach nur eine Station. Welche Folge ist das hier? Gute Frage, Philipp. Moment, ich schau. Das ist die 58. Au. Das ist doch jetzt Silvester, oder? Ja, ich meine, das ist... Ja, das ist Silvester. Das war peinlich. Ja. Pünktlich zu Silvester schießen auch wir unsere Raketen ab. Warum bist du jetzt gestorben? Weil das... Ja, Jimmy ist gestorben. Oh. ...etwas geleckt hat und dadurch das Ding zu schnell war. Beziehungsweise es... Du es gerade zu, das Teil? Dementsprechend cutte ich hier ganz kurz und wir sehen uns gleich auf Mond wieder. So, und damit geht es weiter, nach diesem kleinen Unfall hier. Das sollte hoffentlich nicht wieder passieren, ich kann mal aus dem F5-Modus rausgehen. Genau, und hier oben auf dem Mond ist es vollkommen ruhig. Oh Wunder. Und alle Blöcke, die man abbaut, fliegen einfach weg. Das ist natürlich auch gut. Und ich setze jetzt... Das allererste, was ich mal mache, ist hier den Teleporter ab, aufzusetzen. Den mache ich jetzt 2020, merkt euch das bitte. 2020, okay. Und zwar brauche ich dafür jetzt mein Backpack. Du solltest ja Strom produzieren, auch wenn wir auf dem Mond sind. So, das Ding kriegt jetzt konstant Strom, das ist gut. Meine Luft geht sehr langsam zur Neige. Wir sollten auch mal ganz kurz hierher gehen und unsere Rakete und das Landeding wieder abholen. Ah, genau. Die Rocket ist immer noch pre-fueled, aber das werden wir ändern, sobald ich wieder auf der Erde bin. Ja, was mache ich denn jetzt hier auf dem Mond? Sagt mir mal, was soll ich euch Party. Mitbringen? Ganz viel Party mitbringen. So ein bisschen Monderde und Mondgestein könnte ich mitbringen. Klar, alles, was irgendwas Besonderes ist. Ich gehe jetzt mal hier erstmal kurz gucken, ob es hier irgendwelche interessanten Erze gibt. Oh, und ich merke schon das erste Pro... Oh! Ich
Ich habe Galacticraft Copper gefunden. Ah, da findet man das. Nee, es ist auch nur IC2 Copper. Und ich krieg Mondmusik, die ist nice. Oh. Die Overclocker bringt es irgendwie auch noch nicht ganz. Sollte aber schon einiges schneller machen. Und ich häng mal den Rock Crusher doch wieder ab, weil der zieht zu viel. Ja. Der zieht einfach zu viel und bringt zu wenig. Mhm. Ich habe halt trotzdem gerade keine Fackeln, was nicht so cool ist, wenn ich das mal so sagen darf. Das Einzige, was mir da jetzt helfen würde, wäre, wenn es hier irgendwo Kohle zu finden gäbe. Sieht allerdings nicht so aus. Allerdings finde ich gerade hier Galacticraft Zinn. Das ist dann natürlich gut. Da ist Galacticraft Copper. Wie soll man bitte auf dem Mond Galacticraft Copper finden, wenn man noch nicht mal auf dem Mond kann? Übrigens ich entschuldige mich hiermit nochmal, dass es so dunkel ist gerade, aber da kann ich wirklich nichts machen. Ja, ich denke mal, das reicht jetzt an Overclockern schon. Ja, denke ich auch. Ja. Wir hören das jetzt schon gut durch. Ja. Gut. Ihr könntet mal erzählen, was ihr so Schönes macht. Wir haben ein paar Overclocker gemacht und schmelzen gerade alle. Genau, wir haben die Produktionsstraße ein bisschen aufgewertet. Ja. Oh, nice. Ja, die ist jetzt wesentlich schneller und ein bisschen automatisierter. Zumindest wird automatisch nachgefüllt und so. Automatisch rauspumpen müsst ihr aber, wenn automatisch nachgefüllt wird. Nee. Dafür bräuchten wir zu viel Platz. Ja, ja, ich weiß, ich werde die ganze Sache auch noch im Keller verlegen. Entweder einen Keller für die Maschinen oder ein... Ja, natürlich, ich werde einen Automatisierungskeller bauen. Ja, ja, also das müssen wir sowieso über kurz oder lang irgendwann mal machen. Also 2020 solltet ihr euch merken. Ja. Damit kommt man auf den Mond. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab Meteoriten. Schön. Ich hab gebackene Kartoffeln. Ich hab jetzt ein Stück Raw Meteoric Iron. Wow. Richtig krass. So, ich sollte mir vielleicht hier einen Waypoint machen. Nein, ja, doch. Gut, das läuft alles noch gut. Ja. So. Ja. Die sind auf jeden Fall angeblich Viecher, die deutlich heftiger sein sollen als die auf der Erde, wollte ich übrigens nochmal gesagt haben. Allerdings, so wie ich das sehe, spawnen die auch nicht auf der, hier am Surface. Also, ja. Okay. Obendrauf. Und, ja, ansonsten, es ist halt der Mond, ne? Ich meine, wirklich Interessantes kann ich jetzt hier auch nicht machen. Zumindest nicht so lange, weil ist das was... Nee, okay, es ist ganz normale Eiche. Ist ja interessant genug, dass auf dem Mond überhaupt Bäume wachsen. Ehrlich? Ja, und Blumen? Wobei ich eher glaube, dass das daran liegt, dass hier die ganzen Mods drin sind, die die Generation der Welten verändern. Ja, wahrscheinlich. Normalerweise sollte das hier wahrscheinlich nicht sein. Ich habe jetzt mal eine Aufgabe, was ich machen. Ich
Ich hätte auch eine Aufgabe für dich. Nee, habe ich nicht. Ihr traut man nicht zu, ich weiß. Nee, vor allem war das was, was ich sehr gerne machen wollte und deswegen mache ich das nicht. Oh! Hallo Baby Evolved Zombie. Wo soll ich unsere EP-Farm hinsetzen? Unterirdisch oder irgendwo am besten nicht zu weit weg auf jeden Fall. Ja, nee, auf jeden Fall unterirdisch, weil dann können wir drüber rumlaufen und es werden Viecher gespawnt, konstant. Philipp, komm mal kurz raus. Yep, ich komme. Ich hätte dich vor, eigentlich hier in der Ecke so zu setzen. Reicht dir das am Platz? Ja, reicht. Das hier soll ja dann nur das Feld sein zum Töten. Ach so. Aua. Ich meine, ich kann ja hier am Himmel sitzen. Ja. Aber ich frag mich, ob das so schön sein wird. Oder ob das eher hässlich ist. Im Zweifelsfall nichts. Wenn da so ein quadratischer Batzen einfach rumhängt. Oder wir bauen einen riesen Turm drum. Wenn das in meine Burg sein Was sollte. Was natürlich auch eine richtig geile Mobfalle wäre, wenn wir sie genauso bauen, wie du jetzt vorhattest. Nur halt diesen Kasten aus Solid Air. Also halt komplett durchsichtig. Oh, ich habe was gefunden, was nice ist. Und zwar ist das... Kommt da Licht durch? Denke ja. Glaub fast. Scheiße ist das Kopfer. Das ist Käseerz. Käse. Ja. Weil wie jeder weiß, besteht der Mond ja eigentlich aus Käse. Wie viel Level hast du, Philipp? 12. Okay, dann springe ich mal runter. Ah! Hör auf! Ich wollte gerade gucken, ob ich dadurch sterbe. Also, wenn ich Skelette oben hinsetze. Ach so. Das langt, glaub noch nicht. Nee, ich glaube 25 brauchen die oder 27? Oder 22. Also 22 brauchen sie, damit sie noch ein halbes Herz haben, wenn sie aufschlagen. Dann müsste ich, wenn ich runterspringe, auch immer noch ein halbes Herz haben. Genau. Nee, weil Skelette weniger Leben haben als ein Spieler. An sich. Ich glaube, die haben genau 20, so wie wir auch. Also zumindest, ich habe es immer so gemacht, ich habe mich immer daran orientiert, ob ich durch den Fallschaden sterbe und es hat immer recht gut funktioniert. Ein Herz hatte ich noch. Ja, also noch eins höher wahrscheinlich. Warte mal, jetzt kann ich ja mal springen. Pack da, nee, du hast zu viel Level. Nee, das geht schon. Ja, okay, das war Mauer, das war eh scheiße. Außerdem, ich kann mit den 12 Leveln kurz was enchanten. Eben. Weil danach sind sie weg. So. Freunde, ich komme wieder. Ja? Ich habe den Teleporter hier oben aufgesetzt und das war ja das, was ich eigentlich vorhatte. Dementsprechend komme ich jetzt nach Hause. Ich bin jetzt gespannt, ob du jetzt genau da landest, wo du gestartet bist. Wahrscheinlich nämlich eher nicht. Nee, definitiv nicht. Und danach darf ich die Rakete wegwerfen und eine ganz normale wieder uns cheaten. Uns eine ganz normale cheaten. Auf jeden Fall habe ich jetzt Stone und Dirt vom Mond und zwar mehr als genug. Kann man aus dem Stein auch Bricks machen? Schade. Nope. Ich habe immer noch ein Herz. Oder habe ich das schon wieder regeneriert, dann? Ich weiß nicht. Also ich probier's mal mit noch einem höher. Let's go! Aber erstmal muss ich jetzt wieder regenerieren. Ja, Moment, ich zähl mal kurz durch. Ja, unten, 1, 2, unten ist 95. 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 9, hier oben 10, ist jetzt 9 und 11, 12, 13, 14, 15, 24 16, ist jetzt. 19, 20, 1, 2, ja, 24. Das müsste aber an sich langen. Da müsste man noch sterben. 21 war, soweit ich weiß, immer die Fallhöhe. Eben. Ja. Aber
Du bist sicher, dass du nichts mehr an Rüstung hattest? Nur mein Jetpack. Okay, das sollte ja an sich nichts machen. Doch, das Jetpack oder zählt ja als ja, aber stimmt. Nee, Eisenbrustpanzer. Nein, ich habe keine Rüstung an. Sicher? Also unten über den Leben habe ich keine Rüstung. Aha. Ach komm, egal, ich spring jetzt einfach. Ja, ist zu hoch. Okay. Wiss, nein. Also jetzt trotzdem was verzaubert, oder? Ja, ich habe vorher noch was. Ich wollte nicht schon wieder auf den Mond. Warum zur Hölle bin ich schon wieder auf dem Mond? Okay. You can't escape the moon. Naja, Zeit habe ich ja noch. Tja, das ist halt jetzt kacke, ne? So brauche ich halt nochmal ein Weilchen. So, ich probier's von hier nochmal. Also ich hätte gesagt drei wenige. Ich auch. Ist der er auch? Na, ein Herz, egal. Okay, dich vertraue ich mal. Ja, im Zweifelsfall reicht ja ein Herz auch. Ja. Da kann man sie ja auch one-hitten. So, Versuch Nummer 2, Escape from the Moon. Mein Oxygen Level lässt nämlich auch schön langsam mal nach. Und tschüss. Oh gosh. Also soll ich dir jetzt hier erstmal in der Luft bauen? Ja. Gut. Haben wir noch diesen Stein? Welchen? Stone Bricks. Nicht wirklich. Kannst du mal ein paar machen? Ja, ich mach dir welche. Geht ja dank der Dings recht schnell. Pixel-Alarm, ja. Meine Aufnahme wird voll gespammt mit dem Rocket Dingens Kirchen. Wer von euch will als erstes auf den Mond gehen und sterben? Nein, danke. Ich leihe ihm auch meine Atemausrüstung. Mache ich liebend gern im Singleplayer. Philipp, da musst du wohl. Nein, du wirst ja wohl nicht sterben. Du gehst halt mit der Atemrüstung hin und schaust dir den Mond an. Dann darf jeder mal. Oh, es ist 21 Uhr. Das heißt, wir dürfen die Folge gleich beenden, sobald ich wieder auf der Erde bin. Ja. Ja, Mist. Naja, egal. Ich beeile mich jetzt noch schnell auf die Erde zu kommen und dann, genau, Overworld sent to Dimension. Hier falle ich mit dem Fallschirm runter und lande. Oh, er hat den Stern aber noch gebrannt hier. Auf deinem Baum. Ja? Auf deinem Riesenbaum. Passt doch. Ja, war jetzt nicht zu weit weg. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch diese unfassbar langweilige Mondtour gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da, beziehungsweise wenn sie euch nicht zu hart gelangweilt hat. Ja, wenn nicht. Und genau, das hilft nicht nur mir und meiner Show. Nein, ich... Okay, nicht LeFloid nachmachen. Ich würde trotzdem mal sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.